Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Nadja Mader und ich habe heute die große Ehre, Ihnen den Tourismuspreisträger in der neuen Kategorie Botschafterin, Botschafter präsentieren zu dürfen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, habe eine persönliche Verbundenheit zu ihm durch viele Besuche, persönliche Gespräche, die mich oft berührt haben und die mir Denkanstöße für mein eigenes Leben gegeben haben. Und das, obwohl wir uns nicht so lange kennen, wie der Preisträger alt ist. Das wird sich nicht ganz ausgehen, denn seit Österreich, Österreichi, erstmals urkundlich namentlich erwähnt wurde, also 996, wie wir wissen, gibt es ihn als Fixstern des Landes. Neben einem eigenen Museum hat unser Preisträger auch eine eigene Bibliothek mit 100.000 Bänden. Jedes Mal, wenn ich mit ihm, mit dem Preisträger in Berührung komme, wird mir bewusst, wie klein wir Menschen in unserer Endlichkeit sind und wie wir dennoch in dieser menschlichen Kleinheit so Großes erschaffen können. Und dabei meine ich nicht nur den Bau des Preisträgers, der überragend und beeindruckend ist, Jakob Brandauer sei Dank, sondern vor allem den Geist, der hier von Tag zu Tag neu gelebt wird. Das liegt natürlich an den Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, an 900 Schülerinnen und Schülern, denen jeden Tag jene Werte vermittelt werden, um die es eigentlich geht. Im Fokus stehen ein soziales, menschliches und gerades Miteinander. Nicht nur ich und meine Kinder, hunderttausende Menschen wollen jedes Jahr mit unserem Preisträger in Kontakt kommen, wollen neben der Geschichte auch die zeitgenössischen Akzente, die Natur, den Park, die zahlreichen hochkarätigen Konzerte erleben. Und so zählt unser Preisträger inzwischen zu den beliebtesten Ausflugszielen Österreichs. Seit dem Jahr 2000 ist unser Preisträger Weltkulturerbe. 2008 hat ihn das US-Reisemagazin National Geographic Traveler unter 110 Nominierten zur Best Historic Destination of the World erklärt. Und im heurigen Juni zeichnete die weltweit größte Reisewebsite, der TripAdvisor, unseren Preisträger zum zweiten Mal in Folge mit dem Zertifikat für Exzellenz aus. Und zwei Drittel der Kunden gaben dabei die höchste Bewertung mit 5 Sternen ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, Sie wissen inzwischen, wer der heurige Tourismuspreisträger in der Kategorie Botschafterin, Botschafter ist. Es ist das Benediktinerstift Melk. Lieber Abt Georg, lieber Pater Martin, herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ich bin sehr stolz auf euch und auf das Stift Melk, denn ich weiß auch, dass neben all dem vorhin Gesagten ihr immer eins in den Mittelpunkt stellt, und das ist die Menschlichkeit und die Menschenwürde. Und so wie das Stift nach außen hin geleitet wird, so kann es auch als Botschafter nach außen hin strahlen. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles, alles Gute.